Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22, die Dream. Ich freue mich natürlich, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast in unserem Nostalgie-Projekt. Und mit mir im Funk ist nämlich die Nathalie, aka Jacqueline Elf, oder auch Nicole. Hallo. So, wir sind noch, wie in der letzten Folge schon, am Weizenladen. Ich muss dann gleich mal gucken, wie voll der Anhänger schon ist. Ein bisschen was ist, glaube ich, schon drinne. Und das fahren wir dann noch zu den Los Schweinos rein. Und ja, mal gucken. Ui, 72% schon, oh was. Hier drin ist auch nicht mehr viel. Das kriegen wir jetzt noch hin. Leute, wir schaffen das. Zusammen. Jo, so. Wir schaffen das. Gut, ich habe jetzt mal, man muss ja mal dazu sagen, ihr seht ja immer die Folgen und dann seht ihr manchmal so technische Probleme, wenn ich das irgendwie zusammengeschnitten habe oder so. Das ist meistens, wenn ich einen Screenshot gemacht habe mit Nvidia Experience. So, und dann habe ich das Problem, wenn da ein Update war oder so, dann haut das alles immer nicht mal so ganz zusammen hin. Jetzt gab es halt nochmal ein Update von Nvidia. Und habe jetzt gerade noch einen Screenshot gemacht. Habe es einfach mir mal getraut. Sollte das wieder abschmieren, dann wisst ihr Bescheid, warum das ist. Wollte ich euch einfach mal sagen. So, nicht, dass ihr sagt, ich kann mit dem Zeug ja nicht umgehen. Nee, so ist es nicht. Es ist manchmal die Technik, die ein bisschen begeistert. Aber naja, gut, was willst du machen? So, was muss ich sagen. Es ist sehr, sehr schön, mit dem Traktor hier zu arbeiten. Also der geht für den Frontlader perfekt. Ja. Der geht wirklich astrein. Sogar Palettenladen ist nicht ganz dämlich. Also Palettenladen ist an sich im LS sowieso das Dämlichste, was es gibt. Aber mit dem Traktor hier, muss ich sagen, geht es eigentlich ganz gut. Mit dem Teleskoplader natürlich noch besser. Hatten wir in der DDR nicht. Deswegen müssen wir uns halt auf sowas hier spezialisieren, ne? Genau. Fein, fein. Ich werde die Wiese nicht schaffen zu düngen komplett. Ich muss definitiv dann nochmal hochfahren. Auffüllen, die Spitze. Mhm. Und wird in dem gleichen Atemzug dann auch gleich tanken. Ja, ist richtig. Mach mehr dein Ding. Ja, ist nicht wahr. So, große Nachfrage an der Windmühle. Was brauchen die denn? Bestimmt Weizen oder Raps oder irgendwie sowas. Also gehe ich davon aus. So. Anhänger voll oder was? Ach. Okay, krass. Ist das erste Mal im Spiel. Die maximale Dings haben wir an. Und da kann man natürlich nicht alles komplett vollladen. Ja. Deswegen kann ich jetzt die Aktion hier nicht durchführen. Naja. Dann kann ich es eben nicht durchführen. So, gut. Dann würde ich sagen, wir schaffen mal das Weizen nach oben zu unseren Schweinchen. Bist du jetzt... Also was hast du gesagt? Du bist auch auf dem Weg hoch zu? Noch nicht ganz, aber gleich. Ah ja. Ich fahre die jetzt noch leer. Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Bin in den letzten Zügen. Das nimmt sich ganz schön weg, hä? 5, 4, 3, 2, 1 und ich komme hoch. Das nimmt sich ganz schön weg, hä, das Zeug? Ja, und wenn ich sehe, was hier noch zu tun ist, sehe ich mich nochmal hochfahren. Hä,
ist die Frage, ob du lieber einen Traktor nimmst mit Anhänger und holst den Container runter. Weißt du? No risk, no fun. Aber das ist gut, dann haben wir die Wiese schon mal gedüngt. Ja. Weil das wäre schon geil, wenn da noch ein bisschen was runterkommen würde. Mhm. Genau. Also wir machen auf alle Fälle den zweiten Schnitt jetzt. Den hauen wir noch ins Silo. Und dann, wenn wir den zweiten Schnitt gemacht haben, machen wir das Silo zu. Ja. So war der Plan. Weil ich würde sagen, dass wir dann vielleicht, wenn wir es schaffen, noch einen dritten Schnitt zu machen, entweder wir machen den einfach bloß mal als Gras oder wir machen es wieder Heu. War zwar viel Arbeit, aber hat da ganz gut Geld gebracht. Ja, und trotz, dass es ein Traum ist, müssen wir uns ja irgendwie über Wasser halten hier. Ah. Ich habe heute Nacht, also ich weiß nicht, ob's, ja gut, im Traum träumen, ja. da waren so Stimmen, da hat jemand gesagt, dass wir irgendwie einen Unfall hatten. Also ich weiß ja nicht, ob ich's richtig verstanden habe, aber dass, irgendwas mit Unfall habe ich verstanden. Wer, wie, was? Ich weiß es nicht genau. Ja. Ahnung. Und hab dann nochmal... Das klang auch wie die Stimmen, die du und ich gehört haben. Irgendwie... Das klang wie unsere Polizisten im Grünviertelland. Mhm. Die dann irgendwie gesagt haben, wegen irgendwas mit Aufwachen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber das waren so Stimmen, die habe ich noch nie gehört. Es klingt sehr... mystisch. Verrückt. Ja. Naja, ich weiß nur auch nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich drauf sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, kann man nicht viel sagen. Ich will langsam mal wissen, was die Phase ist. Ja, wäre schon nicht schlecht, ne? Mhm. Wäre schon nicht schlecht. So, ich bin jetzt. Weißt auf du, was mir letztens so durch den Kopf ging? Nee. So wie als ob ich mich an irgendwas erinnere, dass bei uns eine Hochzeit im Gespräch war. Aber wie und was? Keine Ahnung. Hm. Aber mir kommt so vor, als wäre das wirklich gewesen. Also nur, dass wir im Gespräch waren, nicht, dass wir geheiratet haben. Ja, irgendwie was mit Hochzeit war schon. Sondern, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, das könnte schon, das könnte sogar stimmen. Echt? Ja. Waren wir schon so weit? Vielleicht war es irgendwie im Scherz oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ging mir das so. Wie so Lichtblitz, wisst ihr? Ja, ja. So, bin mal tanken. Ja.
habe, getankt. So, dann gucken wir mal zu unseren Schweinen rein. Mal sehen, wie es aussieht. So. Los Schweinos. Wo haben wir sie denn? Hier. So, Getreide haben wir auf alle Fälle aufgefüllt. Das sieht schon mal gut aus. Habe Dünger aufgefüllt. Bin auf Rückweg. Machst du das jetzt extra so für die Stasi, dass die es einfacher zu schreiben haben, oder? Ja. Nee, Spleen. Was? Spleen. Spleen. I have a Spleen. Ah ja. Dürfte ja nichts Neues sein für dich. Nee. So, gut. Also den Schweinen geht's sehr gut. Jetzt machen wir da rüber. Zack, 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 zack. So, so. So, so. Das klang aber jetzt komisch. Was denn? Ja, die Schweinchen, die klang jetzt komisch. Sieht's eigentlich aus mit dem Wasser? Wie war das? Aber Gülle haben wir noch nicht viel. Da wollte ich auch mal hin. Mach doch mal. Was? Oder was? Warum das? Oh, das klingt, als würdest du gerade kotzen. Nee, also langsam von den Schweine her. So, wir machen hier mal zu. Gut. Den Schieber auf. Und zack. Und jetzt gucken wir mal rein. Ja. Ja. Viel ist noch nicht drin. Also so um die 6000 Liter, denke ich, werden wir Gülle haben, so wie das aussieht. Mhm. Noch nicht so viel. Nee, ist noch nicht viel. Na, die Frage ist halt auch, ob man vielleicht mal noch ein paar Schweinchen holt. Oh. Weißt du? Mhm. Auf alle Fälle wäre es gut, wenn wir das Wasserfass hier hochholen. Ich würde gerne mal Wasser voll machen. So richtig viel ist nicht mehr drin. Es reicht schon noch ein bisschen, aber... Also du machst jetzt Wiese, ne? Ja. Gut, dann würde ich mich jetzt mal drum kümmern, dass wir das Wasserfass hier hochkriegen. Wenn du mal kurz eine Pause von der Fahrerei haben willst, sagst du es bitte, ne? Ja, alles gut. So, mein Ding, es kann sein, dass ihr jetzt Martinshorn gehört habt in der Aufnahme. Ich weiß es nicht genau, wie laut es war. Heute ist irgendwas los hier. Also die ganze Zeit schon Feuerwehr und ständig kommt hier irgendwelches Gedudel. Also das bitte ich zu entschuldigen. Weil ich habe hier das Fenster auf und ich muss bei offenem Fenster streamen, weil sonst gehe ich kaputt. So. Bassi, du hast nichts gehört, dann ist es gut. Dann ist alles bestens. Ja, ist halt doch ein ordentliches Mikro, wie ich immer wieder sage. Ich auch nicht, ich habe nur dein Handy gehört. Ja gut, das liegt gleich hier daneben. Das ist klar, ja. Aber das andere habe ich auch nicht gehört. Okay. Oh, entschuldigt. So, gut. Genau, dann würde ich sagen, fahren wir das Fass hoch, beziehungsweise wir könnten, obwohl das könnten wir in der nächsten Folge machen. Die ganze Grastechnik mal hinter vor uns. Machen wir in der nächsten Folge. Wir gucken jetzt, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Tiere, dass es den Tieren gut geht.
Habt ihr gesehen, die Gesundheit ist auf 100%, das ist schon mal ganz gut so. Reproduktion sieht auch gut aus. Nur die Schweinepreise sind noch im Keller. Jetzt hätten wir da nämlich auch schon mal ein bisschen was verkaufen können. Naja, so ist es halt. Bist du schon wieder unten an der Dings oder was? Ja. Bin soeben an der Wiese angekommen. Ah ja. Ja, cool. Und beginne jetzt die Düngung. Mach das mal. Na, das wäre schon fast wichtig, dass wir das heute noch reinkriegen, die Düngung. Weiß nicht, ob es morgen noch geht, weißt du? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wa? Ja. Oh, ich hänge hinter einem Auto hier. Oh, da fährt nicht. Schieben doch an. Ah ja. Bleiben die ja stehen. So, aber ich muss sagen, der W50 macht seinen Dienst. Also das ist schon ganz geil. Der W50 taugt mir schon was. Ja, das macht das alles ein bisschen leichter, ne? Der W50, ja. So, gut, dann hauen wir mal diese Sache noch rein und dann schnappen wir uns mal das Fass. Ach so, haben wir bei den Hühnern eigentlich schon Wasser reingefüllt? Ja, aber da fehlt noch. Da muss noch mal rein. Wo hast denn du das reingefüllt? Sag ich jetzt nicht, du wisst es nicht mehr. Ich bin einfach reingefahren rückwärts und dann hat es mir das irgendwann angezeigt. Ah ja. Gut, dann machen wir das jetzt mal genauso. Dann habe ich ja heute Tierdienst hier. Mhm. Ich ja gar nicht so der Extremtierfreund bin. Tja. Also man muss immer eins... Ich muss das jetzt mal kurz hier meinen Dutt aufmachen. Ich kann mich hier sonst gar nicht richtig anlehnen, es geht mir gerade auf den Sack. Man muss ja immer eins sagen, wenn ich im Real Life Bauer wäre, wäre ich definitiv Ackerbauer. Oder Wein. Ackerbau oder Wein? Was würdest du machen, wenn du in der Landwirtschaft wärst? Jetzt mal OOC, mal Real Talk. Mhm. Mal angenommen, die sagen, ab morgen musst du in die Landwirtschaft gehen und darfst dir aber raussuchen, welcher. Mhm. Also wo? Darf ich vorher alles ausprobieren? Ist schwierig. Ich komme ja null aus der Landwirtschaft. Was ich real life machen würde, wäre LKW-Fahrung. So Zubringer. Führerschein habe ich ja. Und es ist ja auch geil, auf dem LKW zu sitzen. Wo in der Landwirtschaft. Das erste, was mir jetzt bei deiner Frage durch den Kopf schoss, war Ackerbau. Ja.
Aber Tiere fetzen mir halt auch. Schreibt's mal in den Chat. Was würdet ihr machen in der Landwirtschaft, meine Lieben? Wenn ihr jetzt, wenn ihr heute gesagt bekommen würdet, ihr müsst ab morgen oder sagen wir mal ab nächste Woche in die Landwirtschaft. Was würdet ihr machen? Was wäre also euer Favorite? Schäfer würdest du machen. Okay. Ja, geil. Okay, Schäfer. Wird gebraucht. Schaffleisch schmeckt gut. Mit der Wolle ist meistens bloß ein Problem, weil die braucht niemand mehr heutzutage. Felder bearbeiten, also Ackerbau. Geht das wieder los mit dem, mit dem Wasser? Ich kann es wieder nicht ausfüllen, ey. Soll ich kommen? Geht nicht. Dann nicht ist das Füllvolumen schon. Es war ja bei mir auch, dass ich ein bisschen was nur reingekriegt habe. Ne, es sind 9% drin, es hat nicht ein bisschen eingefüllt. Bei mir kommt das I, dann drücke ich I, geht das I weg und kommt gleich wieder. Genau das gleiche Problem wie oben beim Schweinestall. Ja, genau das gleiche Problem hatte ich letzte Mal auch. Ja, was hast du da gemacht? Dann sind die 9%, die an Wasser brauchen, voll. Ja, na klar. So war deine Aussage. Ja, natürlich. Na klar. Ist ja so, bin ja blöd. Ist ja so. Oh, jetzt war man auf LS das erste Mal spielt, meine Fresse. Ja, stimmt. Gut, okay, naja, das ist ja nicht schlimm, deswegen fahren wir jetzt mal hoch zu den Schweinen. Wir laden, oder machen hier nochmal, laden hier nochmal ein bisschen voll. Und, was sind wir jetzt? So. Gut, meine Lieben, aber wir haben es für heute schon wieder geschafft. Wir fahren jetzt mal ganz schnell das Wasser hoch, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Guckt bei den anderen Projekten mal mit rein. Ja, und lasst ein bisschen Liebe da. Bis dahin, macht's gut. Eure Nicole, euer Sven. Tschüss und ciao. Tschüss.